Und ich hoffe, dass wir nochmal hier zurückkommen. Aber ich konnte halt jetzt gar nichts lesen. Können wir denn irgendwas hier machen? Ah, guckt mal. Anzugschips. Psychoblaschips. Erreichen Sie die Hauptlobby. Okay. Kann man automatisch sortieren, bewegen. Menü. Okay. Bitte was? Die Verräter, ihr Schwindler und Lügner. Funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay. Da müssen wir wohl hier hin. Medipack. Weise Waffen und Kräfte der Schnellauswahl. Okay, ich muss mal mit der Achso, okay. Das versteht sich ja von alleine. Hallo? Programme? Testverwaltung? Zurücksetzen. Ach, wie krass. So, packen wir mal, wo ist denn das Medipack? Das ist das Medipack? Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Oh. Hallo. Ich nenne ihn nicht Mimic. Ich würde ihn gerne Venom nennen. Er sieht aus wie ein kleiner Venom. So, zwei E-Mails. Ah, ich drücke mal den. Nach Morgans Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgan erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vorkommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Unser Bruder, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, der leitet hier den ganzen Laden? Oder wie ist das zu verstehen? Und hat er uns vielleicht nur ausgewählt, damit wir eins von seinen Testviechern sind? Simmons?
Was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Ah, okay, das haben wir schon. Dann war das also, was wir erlebt haben, gar nicht eine echte Stimme, sondern wurde nur abgespielt. Damit wir uns wahrscheinlich beruhigter fühlen. Exit to Lobby Skill Reactor. Skill Reactor klingt gut. Guckt euch das an. Exit to Lobby Skill Recorder. Stage B Control Room. Wir schauen erstmal, was wir hier noch so finden. Achten Sie darauf, was Sie aufheben, ganz ehrlich. Bei der Dings würde ich gar nichts mehr aufheben. Wow! Junge! Neuro, bla bla bla. Oh, hallo. Habe ich jetzt eine neue Rohrzange? Rohrzange. Hier ist dieselbe. Fallen lassen. Warum haben wir nur eine Rohrzange? Einmal kontaminieren, dekontaminieren, Entschuldigung. Weg damit! Oh. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Prima. Bananenschale, Ersatzteile. Jetzt vermute ich natürlich hinter jedem Jovan Kravilovic. Wieso soll ich denn das tragen? Das verstehe ich nicht. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie sich seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass es so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders die Daten findet. Alter, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hier stimmt was nicht. Marcus Simmons. Spiele auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Oh. Okay. Testarm, Test neu anordnen. Lucia auf Beobachtung. Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte Morgan vor Test begrüßen. Sile, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten. Aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex darauf ansprechen. Dr. Bellamy. Mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kommen. Achso, das kennen wir schon. Aua! Sommer! Alter! Aua! Junge!
Wie viel waren es? 4 Stück, ne? Was sollen wir denn hier machen? Da ist ein Zeichen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Eine Frage zur Simulation. Hallo Alice, ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes: Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mit Hilfe der Neuromod. Mittels Neuromod funktioniert, bla bla bla. So, jetzt. So wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn, tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildungen zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird ihr Gehirn auf dem Stand von der, vor der Installation. Sie wollten, dass morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods einhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden, daher auch der Wohnungssimulator. Die Youth haben sich... Okay. Wir sind einfach nur ein... Keine Schlüsselkarte. Warum? Fehler. Was? Hacken erforderlich. Junge, Junge, Junge. Was bedeutet dieses Zeichen? Ich verstehe es nicht. Hör doch auf mit dem Mist. Ciao. Mach's gut. Ach du Kacke. Venom? Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Okay, 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 okay. Bleiben Sie in Bewegung, hat er gesagt. Okay. Aber wie können wir denn unsere... Ich glaube, wir haben sowas noch gar nicht. Was ist das denn? Nehmen. Okay. Leiche. Ich weiß nicht, wie der Code ist.
Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Leute, macht, hört auch auf damit. Das macht echt Spaß. Wir müssen ein Medipack nehmen. Okay, Medipack. Verwenden. Und verwenden. Echt? Das ist aber wenig. So, da sollen wir hin. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transdar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke Touchpad, um dein Transkript zu öffnen, und gehe anschließend zum Neuromod-Bereich. Okidoki. Aha. 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 Und was sollten wir jetzt machen? Nimm die Neuromod, das haben wir. Hier abgeschlossen. Alles wird sich ändern. Ja. Weiter. Oder sollten wir Neuromods? Wissenschaftler. Mediziner. Hacker. Okay, Hacker klingt gut. Hebekraft. Reparatur. Wie viel haben wir denn? Ach, wir haben gerade mal einen. Okay. Das ist natürlich doof, ne? Was haben wir hier? Konditionsschub. Dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 150. Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen. Ja, wir warten mal, vielleicht sagt ja uns der Kollege noch was. So, und jetzt? Wäre schön, wenn ich wüsste, wohin. Wie es aussieht. Was bist du? Ach so, du bist ein Schild. Oha. Runtergefallen. Ah, okay. Kann ich vielleicht schieben? Nee, kann ich nicht. Schade, ich wäre da gerne reingegangen. Konferenzraum. Gibt keinen Kaffee mehr. Ist vorbei. Ich sammle erstmal alles auf. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Transkript. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Favoritenrat über das wird uns okay. Ah. Okay.
Nein, ich wollte das nicht nehmen. Ach, verdammt. Jetzt sind wir. Geh zu Lobby. Bist du sicher? Nee, bin ich mir nicht. Na, wo bist du? Wir haben dich alle gehört. Hier. Ich glaube, wir sollten zur Lobby gehen. Wir probieren es mal. Dieser Ladebildschirm.